Hallo Christian, danke für deine Zeit. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Hallo Sirwan, sehr gerne und vielen Dank für die Einladung. Ja, danke schön. Christian, also du bist ja Co-CEO von High Impuls. Magst du uns einmal vielleicht ein paar Worte zu dir sagen, wer du bist, wer ist Christian Schmierer und wer ist High Impuls? Ja, sehr gern. Ich bin Luft- und Raumfahrtingenieur. Ich habe von 2008 bis 2012 Luft- und Raumfahrt studiert an der Universität in Stuttgart. Habe dann dort 2012 meinen Mitgründer kennengelernt, zuerst Mario Kobalt, der schon seit längerem die Studentengruppe Hyent dort geführt hat, und dann auch meine zwei anderen Mitgründer, Ulrich Fischer und Konstantin Tommelin. Und zusammen haben wir in der Hyent-Gruppe dann eine eigene Raketeentwicklung und gebaut. Damals im DLR-Stern-Programm finanziert und einen Weltrekord aufgestellt, der erst dieses Jahr jetzt von unseren Nachfolgern in derselben Studentengruppe gebrochen wurde. Und das war damals der Grund oder der Zeitpunkt, wo wir uns überlegt haben, wir müssen eigentlich was aus dieser Technologie machen, auf die wir bestimmt noch eingehen werden. Und deshalb haben wir Heimpuls gegründet, weil wir erkannt haben, mit unserer Technologie Kerzenwachs als Treibstoff für Hybridraketentriebwerke zu benutzen, können wir kostengünstig kleine Trägerraketen bauen. Und das war gerade um die Zeit 2016, 2017, als auch Rocket Lab die ersten Erfolge zu vermelden hatte und diese Micro-Launcher-Euphorie langsam auch in Europa ankam, ne? Weil Europa ja sowieso ein bisschen hinterher war damals und wir auch keine Zukunft gesehen haben, jetzt irgendwo in einen großen Konzern direkt zu gehen und hier in Europa ganz normal an dem bisherigen Old Space-Vorhaben mitzuarbeiten, sondern wir wollten eben unsere eigene Firma gründen und unsere Technologie zur Marktreife bringen. Das klingt ja sehr interessant. Beim Thema Raketen kommt man nicht drum herum, Elon Musk zu zitieren. Und er hat gesagt, starting a company is like eating glass and looking into the abyss. Also seid ihr wahnsinnig geworden? Habt ihr einen besonderen Drive gehabt? Oder was war der Grund, warum ihr gesagt habt, wir müssen jetzt High Impuls gründen? Ja, es waren mehrere Faktoren. Ich glaube, das kann man auch nie auf eine Ursache oder so zurückführen. Es war einfach, wir haben gesehen, wir haben mit einem extrem kleinen Team in der Studentengruppe, vielleicht im Kernteam waren es 10 Leute mit uns vier, Unglaubliches vollbracht, haben in diesem Wettbewerb, der über das DLR finanziert war, die größte Rakete gebaut und den Weltrekord aufgebaut, eine Technologie zur studentischen Marktreife sozusagen gebracht. Und wir haben ja nicht einfach quasi nur Bodenexperimente gemacht, was jetzt die no normalen Studentengruppen machen, sondern wir haben halt wirklich das dann auch zu diesem Rekordflug gebracht. Und das hat uns gezeigt, dass wir alles, was eigentlich, also so eine kleine Studentengruppe ist ja im Prinzip auch schon wie eine Firma. Also man hat Budgets, die man verwalten muss, man hat Human Resources, die eingesetzt werden müssen. Und wir hatten eben das Ziel, diese Rakete zu bauen und haben es auch geschafft. Und das hat uns gezeigt, dass wir diesen unternehmerischen Gedanken ja auch schon gut beherrschen und wollten das auf die nächste Stufe bringen. Und gleichzeitig eben unsere Technologie auch irgendwie sinnvoll einsetzen. Und da kam halt das dann gleichzeitig mit diesem, ja, neuen Markt für Kleinträger, die Kleinsatelliten, die unbedingt ins All gebracht werden möchten. Und es gibt keine kostengünstige Lösung dafür. Und da setzt unsere Technik halt an, dass sie die Kosten drastisch reduzieren kann. Und das sind wir auch heute immer noch in Europa quasi führend, wenn es dann später mal darum geht, wer kann denn den Preis wirklich senken und auch profitabel damit werden. Ja, das knüpft vielleicht ein bisschen schon an meine nächste Frage an, die für die, sagen wir, bevor wir zu den ultranerdigen Fragen kommen, vielleicht eine allgemeinere Frage für die Leute, die High Impuls vielleicht einmal am Rande gehört haben oder nicht genau wissen, was Raumfahrt ist. Wie profitiert jetzt der Normalo, der nichts mit der Raumfahrt zu tun hat, von eurer Arbeit? Ja, also natürlich profitiert die Privatperson selten direkt von einem Raketenstart, aber die indirekten Folgen sind natürlich schon da, nämlich unsere Kunden,
die bringen Satelliten ins All. Wir zielen natürlich hauptsächlich auf den niedrigen Erdorbit an, den wir als das Industriegebiet dieses Jahrhunderts sehen. Aber diese Satelliten bieten ja wiederum Dienstleistungen an. Und diese Dienstleistungen, die haben dann natürlich einen Effekt auch auf Privatpersonen, aber auch viel auf B2B, also Business-to-Business-Dienstleistungen. Und da sprechen wir dann natürlich von verschiedenen Bereichen. Also es gibt zum einen die Kommunikation, Telekommunikation übers All. Da ist natürlich Starlink jedem ein Begriff. Starlink ist jetzt aber nur eine Lösung von vielen, die da kommen. Und manche sind zum Teil ganz spezifisch. Also es gibt auch Kommunikationskonstellationen, die sich zum Beispiel gerade auf Unternehmenskommunikation fokussieren, vielleicht besonders sichere Kommunikation. Davon profitieren dann Unternehmen quasi. Es gibt dann die Erdbeobachtung, wo viele davon profitieren. Das fängt an bei Bauern, die quasi in Zukunft oder auch jetzt schon mit Daten von anderen Startups wie Constellar präzise ihre Äcker bewässern und düngen können. Und davon profitiert dann natürlich jeder Einzelne wieder durch bessere Lebensmittelversorgung für die gesamte Welt und günstigere Preise. Das ganze Thema Klimawandel und alles, was damit zu tun hat, ist natürlich riesig in der Erdbeobachtung auch. Das zum einen natürlich die Vorhersage von Katastrophen oder von Unwetterereignissen, aber auch die Vorhersage also von Erdrutschen zum Beispiel. Dafür braucht man ja auch Daten, wie sich der Boden aus dem All verhält. Und dann natürlich auch, wenn eine Katastrophe einsetzt, dann kann man durch Satelliten, die im niedrigen Erdorbit sind, die relativ häufig an jedem Punkt der Erde vorbeikommen, taggenaue, vielleicht stundengenaue, in Zukunft sogar alle 10 Minuten ein Bild machen und dann hat man eine genaue Analyse der Situation vor Ort. Das sind auch übrigens dann nicht nur optische Kameras, sondern man kann auch durch Wolken durchschauen, wenn man bestimmte Radarsatelliten zum Beispiel einsetzt. Das heißt, selbst bei schlechtem Wetter hat man dann noch eine Information über die Lage vor Ort. Also kurz gesagt, die Lebensqualität in jeder Hinsicht verbessert sich für den Jedermann unter Anführungszeichen, oder? Ja, und es ist auch so, dass wir noch gar nicht alle Folgen absehen können. Wir befinden uns eigentlich gerade in einer Situation, wo es natürlich viele Raketenstarts schon gibt. Natürlich gibt es viele Firmen, die Satelliten ins All bringen. Aber wenn du jetzt eine Idee hast und sagst, oh, ich möchte unbedingt eine Satellitenfirma gründen, dann hast du eine riesige Hürde dazu. Du musst extrem viel Geld einwerben, weil so ein Start für einen Satelliten ist viel zu teuer. Und dann musst du lange warten, du hast lange Vorlaufzeiten. Das heißt, du wirst vielleicht sagen, nee, so viel ist mir jetzt die Idee doch nicht wert oder ich bin mir zu unsicher. Wenn aber erstmal der Access to Space deutlich vereinfacht wird, dann wird es auch auf einmal viel mehr Firmen geben, die sagen, okay, jetzt lohnt sich auf einmal mein Business Case. Ich kann jetzt meinen Satelliten echt günstig und auch zeitnah auch aus Europa starten. Und ich gründe jetzt meine neue Firma mit neuen Dienstleistungen, neuen Ideen. Und das heißt, die Launcher, die sind natürlich quasi der Angelpunkt, wo sich diese ganze Space-Economy drum dreht. Wenn es nicht genug Launcher gibt, dann werden viele Ideen und Projekte gar nicht erst angefangen. Und das wollen wir ändern. Sehr interessant. Gut, jetzt kommen wir ein bisschen zu den nerdigeren Sachen, die vielleicht in die Materie gehen und vielleicht technikbetreffend sind. Ihr habt jetzt beinahe rund ein Dutzend Hotfire-Tests gemacht. Ich habe 9 oder 10 gelesen. Ich bin kein Experte, aber es wurde auch unter dem Video kommentiert, dass manche vielleicht eine gewisse Verbrennungsinstabilität sehen in der Flamme. Was hat das damit auf sich bei diesen Hotfires oder ist das eingeplant und genau so, wie es eigentlich sein soll? Wir entwickeln natürlich ein komplett neues Antriebssystem. Es gibt weltweit nicht viele, die so ein Triebwerk schon gebaut haben. Es gibt eine Handvoll Universitäten, die an Hybrid-Triebwerken arbeiten, aber auch in dieser Größenordnung nicht. Und vor allem, wir haben ja die Treibstoffauswahl Flüssigsauerstoff und Paraffin. Wurde so nahezu gar nicht getestet bisher weltweit. Das heißt, das ist Pionierarbeit. Und dementsprechend
fangen wir im Vergleich zu vielen anderen Small Launcher Startups natürlich an einem anderen Punkt in der Technologiereife an. Wir haben quasi vor 15 Jahren in 2006 bei Null angefangen. Währenddessen, wenn du jetzt sagst, ich möchte eine Rakete mit Flüssigtriebwerk entwickeln, dann kannst du, wenn du dich geschickt anstellst, mit Universitäten zusammenarbeiten, mit dem DLR zusammenarbeiten, mit anderen Firmen zusammenarbeiten, die schon dieses Know-how haben und du fängst nicht bei Null an. Mhm. Das war bei uns anders. Wir haben wirklich bei Null angefangen, was diese Technik mit Paraffin angeht und dann vor allem mit Flüssigsauerstoff. Wir sind 2017 auf Flüssigsauerstoff umgestiegen und seitdem entwickeln wir in kleineren Triebwerken noch regelmäßiger. Da testen wir im Lampolzhausen. Da haben wir schon deutlich mehr Tests gemacht. Da versuchen wir ganz viele verschiedene technische Konfigurationen, um das Verhalten des Triebwerks zu optimieren. Und dann transferieren wir das auf das große Triebwerk, von dem du gerade gesprochen hast. Und da haben wir jetzt quasi eine Version, die flugbereit ist. Und die Stabilität des Schubes und der Brennkammerdruck ist ausreichend für diesen ersten Flug. Aber noch nicht zu 100% perfekt. Und daran müssen wir natürlich weiter arbeiten. Und das ist Teil unserer Aufgabe oder Teil der Aufgabe unseres Ingenieurteams, das zu vervollständigen. Okay, das heißt, das Produkt ist quasi mal bereit für Tests, aber noch nicht perfekt oder noch nicht operativ sozusagen. Genau, also es ist bereit für einen Testflug. Es wäre auch bereit für einen ersten Testflug der Orbitalträgerrakete, die parallel in Entwicklung ist. Aber das ist ja ganz normal, auch Ariane 5, auch eine Falcon 9 unterläuft auch während der Operation noch Verbesserungen, um die Leistungsfähigkeit und die Bedingungen für die Satelliten an Bord noch weiter zu verbessern. Und auf dem gleichen Weg befinden wir uns auch. Mhm. Gut, also für alle, die das noch nicht wissen, ihr habt da zwei Raketen im Angebot sozusagen. Den Orbital Launcher, euer Orbitalmodell, die heißt dann SL1 und eure Höhenforschungsrakete mit dem Namen SR75. Habe ich das richtig verstanden, dass die SL1 dann im Endeffekt aus mehreren SR75 besteht oder sind das dann wieder andere Module? Das Triebwerk ist dasselbe. Also ein Hybrid-Launcher ist immer aufgebaut aus dem Oxidator-Tank, also der Sauerstofftank in unserem Fall, dann eben ein Ventilsystem, ein Fluidsystem und ein Bedrückungssystem. Das kann entweder sein ein Druckgastank. Bei unserer Höhenforschungsrakete ist es ein Hochdruck-Helium-Tank, der quasi den Sauerstoff ins Triebwerk pumpt. Und bei SL1 wird es dann eine Turbopumpe, also eine durch einen Gasgenerator angetriebene Pumpe, die den Druck erhöht und dadurch den Sauerstoff ins Triebwerk pumpt. Und dann eben unser Triebwerk, das Hybridraketentriebwerk, in dem sich der Paraffinbrennstoff befindet. Und dieses Hybridraketentriebwerk ist bei beiden Raketen dasselbe. Und natürlich auch viele andere Komponenten sind ähnlich, aber müssen hochskaliert werden, also an den Druck jeweils angepasst werden, der in der jeweiligen Rakete herrscht und dann eben auch in der Größe, was das Volumen angeht und die Fluglasten. Mhm. Ihr werdet jetzt zuerst die SR-75 starten, einen suborbitalen Höhenforschungstest machen sozusagen oder Höhenforschungsrakete mal starten und dann erst zum orbitalen Modell übergehen. Was war der Gedanke dahinter, dass er sagt, okay, wir müssen vorher noch oder wir wollen vorher noch suborbital testen und eine Höhenforschungsrakete in Betrieb nehmen, bevor wir dann orbital gehen? Die Frage ist, ob das kein Umweg ist oder ob das Druck von den, ob die Investoren Druck gemacht haben oder ob das einfach ein sehr vernünftiger Cash-Generator ist? Von allem ein bisschen, aber der Hauptgedanke war einfach, das war unsere Erfahrung von diesem vorherigen Studentenprojekt, dass man an so einer kleinen Rakete schon relativ viele Fehler machen kann, die man sowieso machen muss irgendwann in der Entwicklungszeit. Und da kosten die einfach viel weniger. Das heißt, wir waren bisher sehr effizient, was die Ressourcen angeht und haben aber schon extrem viel gelernt durch diese Höhenforschungsrakete. Zum einen jetzt in der Entwicklung am Boden, aber natürlich wird es durch den Flug nochmal
vergrößert, dieser Effekt, dass wir dann Flugdaten dieser ganzen Subsysteme haben, von Triebwerk über Tank, Elektronik, Avionik, Bedrückungssystem, Ventile und dann letztlich auch Payloads irgendwann. Dieses ganze Know-how fließt dann direkt in das Design der Orbitalrakete ein und verringert quasi das Risiko, dass die Orbitalrakete eben ein, zwei oder drei Fehlstarts am Anfang hat, weil man einfach viel mehr Daten schon über die einzelnen Subsysteme gewonnen hat. Gleichzeitig ist natürlich eine Rakete, die weniger kostet, aber auch schon fliegt und das alle erreichen kann, wie du schon gesagt hast, auch ein guter Punkt für Investoren, die einfach sehen, okay, das Risiko reduziert sich durch diesen Start drastisch und gleichzeitig bedeutet es eben auch noch kleinere Umsätze. Der Markt für Höhenforschungsraketen ist allerdings ein sehr überschaubarer, aber da gibt es natürlich in Europa auch einige, die solche Raketen regelmäßig für Microgravity-Experimente fliegen und mit denen sind wir auch im Gespräch. Zu zukünftigen Kunden und zur Kommerzialisierung kommen wir dann gleich noch einmal im Detail. Okay. Da habe ich ein paar fiese Fragen vorbereitet. vorher möchte ich noch ein bisschen beim Triebwerk bleiben. Ihr habt bloß erwähnt, Paraffin und flüssigen Sauerstoff und im Endeffekt nennt man das dann ein hybrides Triebwerk. Was war der Gedanke dahinter? Was ist der Vorteil kurz-, mittel-, langfristig gegenüber Flüssigkeitstriebwerken? Was war der Gedanke hinter Paraffin? Also im Prinzip ist der Gedanke immer noch dasselbe als wie damals, als quasi die Studentengruppe diesen Treibstoff ausgewählt hat. Die Studentengruppe hat einen möglichst günstigen Treibstoff gesucht, ein möglichst sicheres Konzept für ein Raketentriebwerk, weil die ersten Tests haben auf dem Unigelände stattgefunden, bevor dann bis 2011, 5 Jahre lang, erst ab 2011 waren dann die Tests beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Lampolshausen angesiedelt. Und dieser Kosten- und Sicherheitsaspekt ist natürlich auch für die Operations als Business, als Unternehmen entscheidend, weil letztlich wollen wir ja kostengünstigen Zugang zum All erlauben und das geht nur mit einer kostengünstigen Antriebsart. Und besonders eben bei kleinen Trägern, bei kleinen Raketen eignen sich diese Hybrid-Raketentriebwerke extrem gut, um die Kosten zu senken. Also wir wissen nicht genau, wie sich die Technologie auswirken würde, wenn man sagt, wir wollen jetzt eine Rakete in der Größe von der Falcon 9 bauen. Dafür ist die Technologie noch nicht weit genug fortgeschritten, weil beim Hochskalieren eines Raketentriebwerks da kommen viele Probleme auf einen zu. Je größer, desto schwieriger eigentlich zu kontrollieren. Und wir gehen jetzt eben diesen Schritt auf einen Kleinträger. Und hier haben wir jetzt schon das Triebwerk entwickelt und es funktioniert. Möglicherweise funktioniert es auch nochmal hochskaliert. Es gab mal vor 30 Jahren für die Ariane 5 Booster-Konzepte mit Hybrid-Raketentriebwerke. Also es gibt schon Überlegungen, so große Hybrid-Raketentriebwerke zu machen, aber es ist aktuell nicht unser Fokus. Wir wollen es erst auf der Kleinträgerebene realisieren und demonstrieren. Und hier spielen dann die Kosten eben die wichtige Rolle. Kleinträgerraketen haben natürlich schwierigere Economies of Scale als große Raketen. Das ist ja ganz klar. Ein Taxi wird immer teurer sein als ein Bus, sozusagen. Und wenn man einfach nur versucht, eine Falcon 9 zu verkleinern und zu schrumpfen, dann werden die Kosten nicht so stark fallen wie die Payload-Kapazität. Weil ich habe immer noch eine ähnliche Anzahl von Triebwerken, ähnliche Anzahl von Bauteilen, ähnliche Anzahl von Montageschritten und so weiter. Und die Operations sind auch genau gleich. Das heißt, die Kosten, die reduzieren sich vielleicht nur um 30-40%, vielleicht 50%, während die Payload-Kapazität deutlich kleiner ist. Und das ist unser Ansatzpunkt, dass wir eben sagen, wir müssen für eine kleine Trägerrakete auch die ideal passende Antriebsart wählen. Und aus unserer Meinung nach ist das eben die Hybrid-Raketen-Antriebstechnologie, da wir ein Triebwerk für ein paar tausend Euro herstellen können und auch deutlich weniger Turbopumpen an Bord der Orbitalrakete haben werden. Und die Turbopumpe ist einer der größten Kostenpunkte bei einer Orbitalrakete. Mhm. Und dementsprechend werden wir nachher in der Lage sein, die Kosten nahezu zu halbieren, verglichen mit Flüssigraketen in der gleichen Größenordnung. Also
einer der größten treibenden Faktoren für ein Hybridtriebwerk war der Kostenpunkt. Ja, und die Sicherheit natürlich, die ist jetzt als Studentengruppe ein bisschen wichtiger, dass das alles möglichst sicher sein muss und nicht explosiv. Kerzenwachs kann nicht explodieren, sozusagen. Und aber das spielt natürlich auch in die Operation Costs wieder mit rein. Also wenn ich einen möglichst sicheren Treibstoff an Bord habe, dann kann ich auch während der Startvorbereitung, während des Countdowns eventuell an Sicherheitsvorkehrungen sparen. Und dann kommt noch hinzu, jede Rakete hat irgendwann mal einen Fehlschlag. Und eine Flüssigrakete explodiert dann eben und zerstört, wie man auch schon bei SpaceX schon mal beobachten konnte, die gesamte Startinfrastruktur. Eine Hybridrakete fällt einfach nur um und brennt und kann gelöscht werden. Mhm. Du hast es gerade erwähnt, der Normalo, der kein Raketeningenieur ist und keinen YouTube-Kanal hat, wo er über Raumfahrt redet, denkt bei Paraffin an Kerzen. Ist es tatsächlich das gleiche Paraffin, was man als normaler Mensch in Kerzen kennt, oder ist es ein bisschen gepimpt? Ist da was dazugemischt oder ist die Mixtur geheim? Die Paraffine sind generell ja eine sehr große Gruppe an Chemikalien. Also es gibt nicht das eine Paraffin, und Kerzenwachs hat eine andere Zusammensetzung als das Paraffin, was wir nehmen. Chemisch ist es natürlich trotzdem Paraffin, und die Energie, die in dem Kerzenwachs drinsteckt, ist die gleiche, die auch im Kerosin drinsteckt. Weil Kerosin auch in bestimmten Sprachen mit Paraffin sogar gleichgesetzt wird. Also die Kettenlänge der Kohlenstoffketten ist dann entscheidend. Und wir mischen natürlich noch ein paar Zusätze in unser Kerzenwachs rein. Die haben aber hauptsächlich, verbessern die mechanischen Eigenschaften von dem reinen Kerzenwachs, welches dann zu spröde wäre. Also es würde auseinanderbrechen. Mhm. Hast gleich, glaube ich, gerade kurz angesprochen. Darauf waren die Leute ziemlich heiß zu wissen, wie viel ISB ihr habt auf Meereshöhe beziehungsweise im Vakuum. Ja. Das hängt natürlich jetzt von Brennkammerdruck, Expansionsverhältnissen etc. ab. Deshalb dann Wert zu sagen, hilft meistens nichts, weil man es nicht in Relation setzen kann. Es ist derselbe ISP chemisch in dem Paraffin-Fuel wie in dem Kerosin. Das heißt, es schwankt um 1-2%. Und von daher ist die Leistungsfähigkeit extrem hoch. Die Hybridtriebwerke haben natürlich ein bisschen andere Konstruktion. Das heißt, wir sparen Kosten zum Beispiel bei Kühlung. Wir sparen die Kosten vor allem in einer regenerativ gekühlten Düse auch. Das heißt, wir haben eine ablativ gekühlte Düse. Dadurch kommen aber natürlich dann auch ein paar Verluste beim ISP zustande, weil die Düse einfach aufbrennt und dadurch der ISP über die Zeit sinkt. Aber letztlich interessiert unsere Kunden nicht, welchen ISP wir haben, sondern wie viel es kostet, ihren Satelliten ins All zu bringen. Und da sind wir einfach dann trotzdem kostengünstiger als die High-Performing Rocket Engines, die vielleicht den 5% höheren ISP haben, wenn sie Kerosin benutzen. Die Kosten sind ja entscheidend. Und da muss man auch sagen, das ist eigentlich einer der Hauptpunkte. Was hat sich denn von diesem Old Space, wie man es bezeichnet, zu New Space verändert? Bei Ariane-Programm war es natürlich immer so, dass ja, der ISP muss nochmal 0,3% steigen, dann haben wir unser Ziel erreicht. Und keiner hat so richtig, vielleicht nicht jeder zumindest in der Entwicklung, hat immer mitgedacht, ja okay, was bedeutet das aber für den Preis der Rakete? Ist es denn überhaupt wert? Bei New Space, der Approach ist ja eigentlich zu sagen, wenn ich eine kostengünstige Variante habe, etwas ins All zu bringen, dann spielt doch eigentlich der ISP gar keine Rolle. Also solange es günstig wird und jeder es sich leisten kann, das ist doch das Wichtige. Und genau ist da der Ansatz. Aber trotzdem, rein chemisch gesehen, das kann auch jeder, der ein bisschen sich auskennt mit der Software NASA CA ausrechnen, der ISP ist dasselbe wie bei einem Kerosintriebwerk. Ja, ich bin auch der Meinung, dass bei der Ariane-Entwicklung einiges nicht durchdacht wurde, beziehungsweise andere Gedanken im Hintergrund, beziehungsweise andere Gedanken im Vordergrund waren. Aber gut, wir sind im New Space, wir sind bei High Impulse. Und bevor wir zu den Preisen kommen, die du gerade angesprochen hast, war noch etwas, das die Community unbedingt wissen möchte, euer Trockengewichtsanteil. Also bei der SL1
wie schwer ist das Ding trocken? Jetzt ist die Frage, ihr habt ein Hybridtriebwerk, zählt dann euer Paraffin als Teil des Trockengewichts oder ist es dann trotzdem Teil des Treibstoffs? Wir haben mehrere Werte, ja, tatsächlich. Also wir haben natürlich das Trockengewicht, wir haben quasi das, ja, Trockengewicht rechnen wir schon ohne Paraffin. Es gibt dann noch ein sozusagen ein Montagegewicht, ein Assembly-Gewicht, das ist dann das Gewicht mit Paraffin an Bord und dann gibt es noch das Gewicht, das quasi Total Wettmaß ist, wo dann noch der LOX und das Helium, was betankt wird, auf dem Pad dazu kommt. Die Strukturmasse bei einer Hybridrakete ist etwas höher, das prozentual als bei einer Flüssigrakete. Das liegt zum Teil daran, dass eben das Hybrid-Raketentriebwerk relativ groß ist. Das ist ja auch ein großer Druckbehälter sozusagen. Obwohl wir das eigentlich durch die Composite-Bauweise, die wir perfektionieren für dieses Triebwerk, für diesen Triebwerkstypen jetzt größtenteils wieder ausgleichen können. Aber da sind wir auch noch in der Entwicklung. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Wie weit kriegen wir das runter? Wir haben auch ein dreistufiges Konzept. Das liegt auch an der Technik des Hybridtriebwerks, wo wir einfach konservativ sein müssen, weil uns eben der Literatur fehlt, welche Brennzeit denn realistischerweise mit so einem Hybridtriebwerk auch umgesetzt werden können. Also wir steigern das selber, was das Limit ist. Vielleicht kommen wir irgendwann zu dem Schluss, wir können auch zweistufige Rakete bauen. Wir wollen auf Nummer sicher gehen, wir bauen eine dreistufige Rakete. Eine dreistufige Rakete hat natürlich auch leicht höhere Strukturmassenverhältnis, obwohl viele dreistufigen Raketen eigentlich die optimalere Lösung sind. Also fast alle Raketen sind eigentlich dreistufig, wenn man die Booster dazu zählt. Und es gibt sehr wenige Ausnahmen. Jetzt in jüngster Vergangenheit quasi immer mehr. Getrieben durch die Kostenfrage bei Flüssigraketen sozusagen. Von daher, ich weiß jetzt ehrlich gesagt den prozentualen Wert nicht auswendig, aber es sind 1-2% mehr Strukturmasseanteil als jetzt bei einer Flüssigrakete im Schnitt. Hat aber eigentlich den gleichen Grund, warum mich dieser Wert nicht interessiert wie vorher, genauso wie der ISP, weil ich gucke auf den Wert, welche Payload für welche Kosten kann ich nachher den Kunden anbieten und ob die Rakete 50 Tonnen bei Liftoff oder 55, 60 Tonnen wiegt für die gleiche Payload, spielt ja keine Rolle, solange sie die Hälfte kostet. Also wenn jetzt eine Flüssigrakete bei Liftoff 50 Tonnen wiegt und sie bringt 500 Kilo ins All, und unsere Rakete wiegt 55 Tonnen, bringt auch 500 Kilo ins All, dann ist natürlich für den Ingenieur vielleicht die Flüssigrakete besser, weil die ein bisschen weniger Liftoff-Masse hat und ein bisschen weniger Treibstoff verbraucht. Aber für den Kunden nicht, wenn die nur 10% mehr kostet. Aber sie wird wahrscheinlich sogar 50% oder 100% mehr kosten, weil wir die Preise fast halbieren können. Das heißt, diese Werte sind eigentlich sekundär aus kommerzieller Sicht. Okay, jetzt hast du so viel von den Preisen und von den Kunden geredet und von der Nutzlast. Jetzt kommen wir tatsächlich dazu. Eure okay. SL1 soll ja 500 Kilogramm befördern können, ins Leo, denke ich mal. Und ja, das ist der SSO, der sonnensynchrone Orbit. Genau. Ja. Also mit hoher Inklination. Ich glaube, 2020 hat man noch einen Preis von 10 Millionen US-Dollar oder Euro pro Start finden können. Das hätte dann ungefähr einen Kilopreis von 20.000 Euro pro Kilogramm ergeben, was gar nicht so schlecht ist, wenn man es mit dem SLS vergleicht. Aber wenn man dann mit den Micro-Launchern dann sich bewerben will, müsste man doch weiter runtergehen. Dann hat sich der Preis aber angepasst auf 3,8 Millionen Euro, konnte ich dann wieder finden. Das ergibt dann 7.600 Kilogramm pro Kilo. Das ist nicht ganz so günstig wie die RFA, aber auch nicht so teuer wie ESA Aerospace. Wie habt ihr da den Preis gesenkt? Was waren hier die Überlegungen? Und ist 7.600 pro Kilo realistisch? Ja, also alle Werte, die du gesagt hast, stimmen auf eine Art oder eine andere. häufig wird in dieser ganzen Diskussion, was Preis pro Kilo angeht, viel zu stark vereinfacht. Da werden viel zu viele Überlegungen, die wir mit unseren Kunden zusammen treffen müssen, ignoriert, weil es geht letztlich nicht um Euro pro Kilogramm.
Es geht um Euro pro Kilogramm und Volumen und Wartezeit und Startplatz und Service und Flexibilität und Präzision und. Und wir stehen natürlich irgendwie im Wettbewerb mit SpaceX. Wir stehen natürlich irgendwie im Wettbewerb mit einer Vega und einer Ariane 5. Genauso wie ein Taxiunternehmen im Wettbewerb mit der Deutschen Bahn steht. Beide haben das Ziel, etwas zu transportieren, in unserem Fall eben Satelliten ins All. Aber die Dienstleistung ist eine komplett andere. Also genau, bei einem Taxi würde das ja keiner bezweifeln, dass ein Taxi einen anderen Dienstleistungs-, Service, Qualität und so weiter anbietet wie ein Zug. Und genauso muss man das ja eigentlich bei Raketen auch sehen. Was bieten wir denn an? Was bietet SpaceX an? Und von daher ist diese Euro pro Kilogramm Diskussion, das vorab gestellt, viel zu einfach. Mhm. Und dann kann man jetzt natürlich sagen, man kann uns mit Microlaunch schon besser vergleichen, und das stimmt natürlich, und weil da die Preisleistung oder die Leistung ist ähnlich und der Preis ist teilweise ähnlich, aber teilweise auch unterschiedlich. Und hier muss man einfach sagen, gibt es teilweise Werte, die ein Ingenieur, und ich bin ein Ingenieur, nicht rechtfertigen kann, und auch ich glaube auch nicht, dass bestimmte Werte, die kursieren, jemals erreicht werden können. Auf der anderen Seite sind manche besonders konservativ. Also ich glaube, 10 Millionen für eine Kleinträgerrakete, das ist schon ein guter Wert. Den kann man erreichen, das ist aber auch nicht trivial. Und den kann man auch für eine Flüssigrakete erreichen. Wenn es aber dann darunter geht, dann glaube ich, dass es sehr schwierig wird. Und ich glaube, dass sich das zeigen wird. Ich meine, es gibt ja durchaus Berichte, dass Rocket Lab zum Beispiel, die einzigen, die ja jetzt wirklich, wo man sagen kann, die sind schon ausreichend am Markt, die haben eine Historie, die wissen, wie es geht. Und trotzdem gibt es noch viele, das darauf deutet. Ich glaube, es sind zum Teil auch deren Berichte, die sie ja veröffentlichen müssen als öffentlich getradete Firma, die zeigen, dass die Raketenstarts immer noch defizitär sind. Und das nach 7 Jahren jetzt in Operations. Und da setzt eben unsere Technologie an. Wir können das reduzieren, die Kosten, sodass wir schon deutlich früher profitabel werden. Und unser Plan ist aktuell. Und das Pricing orientiert sich ja nicht nur an der Kostenseite, sondern auch immer, was ist der Markt bereit zu zahlen. Und diese Werte schwanken natürlich über die Zeit. Je mehr Wettbewerber da sind, dann geht es vielleicht runter. Wenn dann aber Wettbewerber wie Virgin Orbit wieder weg sind, steigt der Preis vielleicht über die Zeit wieder. Also das wird sich, auch SpaceX erhöht ja die Preise, wenn sie es können oder wenn sie glauben, es ist der richtige Weg. Und aktuell planen wir quasi den günstigsten Start in den nächsten Jahren für 6 Millionen Euro pro Rakete. Pro Raketenstart anzubieten. Das ist quasi ein Preis, wenn du jetzt kommst und sagst, ich will die gesamte Kapazität buchen. Wenn du jetzt nur einen Teil buchst, dann gibt es da natürlich einen Preisaufschlag auf drauf, weil wir müssen jetzt auf einmal 2 oder 3 Kunden zusammenführen. Wir müssen die Zeitpläne irgendwie konsolidieren. Das bedeutet einfach mehr Aufwand für uns. Das heißt, je kleiner der Satellit, und das ist auch bei SpaceX so, je kleiner der Satellit, desto höher steigen die Preise. SpaceX hat ja eine Untergrenze für die Transporter-Missions. Wenn man zu klein ist, dann muss man über irgendeinen Broker oder Integrator gehen, die dann deutlich mehr wieder kosten. Und unsere Preise steigen dann natürlich, wenn man einen speziellen Service hat, also wenn man sagt, man muss unbedingt zu einem bestimmten Datum starten, also man möchte schneller starten als die andere, oder man möchte von einem bestimmten Startplatz starten, da gibt es auch schon Anfragen, oder man möchte in einen Orbit starten, wo wir jetzt vielleicht noch nicht so häufig starten, wo wir auch keinen Bedarf sehen, aber der Kunde möchte unbedingt in den Orbit starten, dann würde es natürlich auch mehr kosten. Das heißt, kann man immer nicht sagen, es kostet jetzt immer für jeden 6 Millionen Euro pro Start, das wäre einfach falsch. Und was wir dann noch planen, ist natürlich die Wiederverwendbarkeit oder die Wiederverwendung Teile unserer ersten Raketenstufe. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist etwas, wo wir uns dann ausgiebig mit beschäftigen, wenn wir denn mal erfolgreich im All sind. Das heißt,
diese Preissenkung haben wir eben eingepreist über die nächsten 10 Jahre, gehen dann die Preise weiter runter. Wir werden auch in eine Serienfertigung gehen. Am Anfang ist natürlich jede Rakete noch ein Einzelstück. Da wird auch noch optimiert, da wird noch die Produktion angepasst. Und dann geht es aber irgendwann in eine Kleinserienfertigung und dann in eine richtige Serienfertigung. Wir starten hoffentlich mal irgendwann 30 bis 50 Mal pro Jahr. Ob das schon in 10 Jahren ist, kann natürlich keiner sagen. Vielleicht dauert es auch 20 oder 25 Jahre. Aber dann gehen natürlich die Preise runter, weil wir dann Hunderte von Triebwerken im Jahr bauen oder Dutzende von Erststufen refurbischen und das dann auch schon fast in Serie funktioniert. Dann gehen die Preise natürlich weit runter. Alles in heutigen Zahlen, also Inflation mal ausgenommen. Ich bin froh, dass du das Thema Wiederverwendung von selbst angesprochen hast, weil ich habe mir diese Frage für ganz zum Schluss aufgehoben, weil ich mir denke, man möchte zuerst einmal die Technologie halbwegs ausreifen lassen, einen Orbit erreichen und sich dann auf die nächsten Schritte konzentrieren. Nochmal, um beim Geld zu bleiben, eine ganz, ganz freche Frage. Wie viel Geld habt ihr eingesammelt? Von wem habt ihr das Geld eingesammelt? Was immer du mir verraten kannst. Bis wann habt ihr Geld übrig? Wir sind, wie gesagt, kosteneffizient. Das heißt, wir haben noch nicht ganz so viel Geld eingeworben wie manche unserer Wettbewerber. Wir sind aktuell in der Series A noch aktiv, die zu schließen. Wie viel wir eingeworben haben, kann ich jetzt leider nicht sagen. Da haben wir entsprechend NDAs. Wir haben einen Privatinvestor, den kann man eventuell googeln, aber auch den werde ich jetzt nicht nennen. Wir haben auch ESA-Aufträge und EU-Aufträge, sodass wir quasi teilweise staatlich über solche Aufträge finanziert werden, aber eben auch über Privatinvestoren. Die nächsten Investitionsschritte sind geplant und auch ESA-Projekte sind in Vorbereitung. Da wird ja immer in der ESA-Ministerratskonferenz das Budget quasi vorausgeplant und wir sind da gerade in der Vorbereitungsphase für die nächsten Stufen. Okay. Und ein Meilenstein, der jetzt natürlich technisch und dann auch, der ist für Investoren auch wichtig, ist eben dieser Sounding Rocket Start, der diesen Winter stattfinden soll. Die Rakete ist momentan im Bau. Zum Startplatz gibt es dann demnächst Updates. Das ist aber noch, sage ich mal, in der Mache in den nächsten Wochen. Mhm. Okay. Weil wir gerade bei den Investoren sind, ist ja ein Spin-off des DLR und einer eurer Finanziers ist ja Rudolf Schwarz vom IABG und kannst du uns vielleicht noch sagen, wer noch so im Business ist, wer bei euch investiert hat, vielleicht institutionelle, du hast ja schon ein paar genannt, dass ihr ein paar Aufträge bekommen habt oder Interessenten habt, aber irgendwelche berühmten Investmentfonds vielleicht, die bei euch eingestiegen sind, wo du was sagen kannst? Nee, leider nicht, kann ich nicht sagen. Du hast das Wichtigste schon gesagt eigentlich. DLR, wir sind ein DLR-Spin-off, ja. Das bedeutet aber lediglich, dass wir eben vorher beim DLR gearbeitet haben. Während des Studentenprojekts waren wir dann teilweise mit dem Studium schon fertig, durften dann unsere Forschung auch beim DLR weitermachen. Mario und ich, wir haben auch promoviert am DLR und unsere Forschungsarbeit floss wiederum in Heimpuls ein. Deshalb sind wir ein Spin-off. Es gab aber auch nie eine Beteiligung vom DLR und das DLR hat momentan keine fixe Beziehung mit uns, außer dass wir eben auf der einen Seite dort testen und auf der anderen Seite über die ESA natürlich auch Gelder, die DLR-Raumfahrtagentur verwaltet, dann in Form von Aufträgen wieder bekommen können. Aber ansonsten gibt es keine Beziehung zum DLR und wir sind eine reine private Firma. Okay, sehr interessant. Gut. Wir haben noch ein paar Minütchen, bevor ich meine Zeit ausgereizt habe. Thema Kommerzialisierung. Was kannst du uns zu euren potenziellen Kunden sagen? Ich habe gesehen, ihr habt in Orbit Aerospace, ich habe sie gegoogelt und die wollen Megakonstellationen, Dienstleistungen im Orbit anbieten. Also Kunden, die viele Starts vorsehen. Wie plant ihr euer Geschäftsmodell? Wer sind eure Kunden? Wie plant ihr zu skalieren? Ja, also die Kunden sind
ehrlich gesagt viel schichtig und man könnte da lange drüber reden. Ich habe eingangs schon erklärt, was die für Dienstleistungen so anbieten und auch da habe ich nur ein paar Beispiele angesprochen. Es gibt zum Beispiel, du hast gerade InOrbit erwähnt oder auch Atmos, die jetzt in Baden-Württemberg auch eine Finanzierungsrunde bekommen haben, die zum Beispiel auch Re-Entry-Kapseln starten wollen, nur mit dem Zweck, im Orbit etwas zu produzieren. Das können zum Beispiel Materialien sein, die man nur in der Schwerelosigkeit herstellen kann. Das können, glaube ich, auch Medikamente oder Chemikalien sein, ohne dass ich mich da jetzt besonders gut auskenne. Aber es gibt also von solche Missionen und Kunden bis eben zu relativ normalen, stinknormalen Satelliten, die halt kommunizieren oder die Erde beobachten. Aber da gibt es ganz viele Ideen. Wir sind jetzt natürlich kein Unternehmen, das jetzt vorhat, Starlink zu starten. Ja, das macht keinen Sinn. Mhm. Dafür braucht man große Trägerraketen. Und wenn man eine große Konstellation plant, dann wird man auch nicht mit Small Launch schon diese Konstellation in Orbit bringen. Aber es könnte durchaus ein Business Case sein, schnell und zielgerecht solche Konstellationen zu vervollständigen, wenn denn mal ein Satellit ausfällt. Vor allem bei etwas kleineren Konstellationen. Also Starlink ist jetzt natürlich immer dieses Extrembeispiel mit ganz, ganz vielen Satelliten pro Orbit. Aber wenn man zum Beispiel eine kleinere Konstellation plant, die vielleicht 40 Satelliten im All hat, dann sind die ja nicht alle 40 auf einem Orbit-Ebene, sondern vielleicht auf 10 Orbit-Ebenen verteilt. Also nur 4 Satelliten pro Orbit-Ebene. Wenn da jetzt einer ausfällt, muss er unbedingt sofort ersetzt werden, weil sonst die ganze Konstellation ausfällt. Und dafür eignen sich dann natürlich idealerweise Kleinträgerraketen, die am besten auch noch eine schnelle Möglichkeit haben zu warten, also die nicht jetzt auf andere Kunden warten müssen, die auch vielleicht mal einen Start einschieben können zwischen zwei anderen. Und da sind wir dann eben zur Stelle. Das benötigt auch Unterstützung durch den Startplatz natürlich. Also wenn der Startplatz unflexibel wäre, das würde uns gar nichts bringen. Das heißt, deshalb arbeiten wir auch mit Startplätzen, die ähnlich arbeiten wie wir, wie Startups sozusagen, kleine Unternehmen, keine großen Institutionen, wobei wir auch im Gespräch mit CNES für den Startplatz in Kourou sind. Da sind wir eins von 7 ausgewählten europäischen Raketen-Startups und der Startplatz hat auch viele Vorteile, ist der einzige operationelle bisher. Das muss man natürlich auch bewerten. Aber ansonsten ja, wollen wir einfach flexibel diese Starts anbieten und die Kunden sind dann wirklich vielschichtig. Es gibt natürlich auch Missionen, die einfach einzelne Satelliten starten wollen, Universitäten, aber auch Privatfirmen, vielleicht auch zu Testzwecken noch. Generell glaube ich, dass wir aktuell in einer Zeit sind, wo wir noch in so einer Übergangsphase sind, weil viele Kunden starten jetzt natürlich einfach mit der Transporter-Mission, da ist schön günstig. Aber alle Satelliten an Bord dieses Launches gehen natürlich in denselben Orbit. Und irgendwann werden die Kunden ihr Produkt zur Marktreife geführt haben und können nicht einfach in irgendeinen Orbit starten. Und wir haben auch solche Gespräche schon mit Kunden, die genau das sagen. Ja. Also, dass die dann jetzt in so einer Phase sind, wo sie selber noch in der Entwicklung sind, aber irgendwann ist diese Entwicklung abgeschlossen und dann können sie nicht einfach irgendwo hin starten, sondern wollen sie genau in diesen und diesen Orbit mit der und der Inklination zu dem und dem Zeitpunkt starten und dann brauchen sie wieder eine Kleinträgerrakete, weil dann können sie nicht auf den nächsten Transporter warten sozusagen. Mhm. Gut. Also wir haben jetzt noch 1-2 Minuten, vielleicht noch ganz, ganz kurze Antworten auf ein paar Blitzfragen. Okay, ich versuch's. Wie weit ist der Startplatz in Sachsenfort? Der Bau schreitet gut voran. Ich war im April dort und war beeindruckt. Aber es gibt noch sehr viel zu tun, wie auch bei jeder Raketenentwicklung. Wie weit ist SL1? Wir fokussieren uns jetzt momentan hauptsächlich auf die Sounding Rocket. SL1 ist quasi in einem Status, dass wir alle Pläne, alle Vorhaben aus der Schublade ziehen können und dann richtig loslegen können, wenn die Sounding Rocket gestartet ist. Mhm. Wie weit würdest du sagen, ist eure Hybrid-Technologie jetzt? Naja, das kommt drauf an, wie du es bewertest.
Für die Sounding Rocket ist es flugbereit, das bedeutet TRL 8. Für SL1 fehlt noch ein bisschen Entwicklungsarbeit, was die Brennzeit angeht, was die Schubvektorsteuerung angeht. Die haben wir noch im frühen Stadium sozusagen, weil die Priorität eben auf der Triebwerkstechnologie an sich erstmal liegt. Da würde ich sagen, sind wir TRL 6. Also da gibt es noch TRL 6, 7, je nachdem, welches Subsystem. Da gibt es schon noch ein, zwei Jahre Entwicklungszeit vor uns. Es hat einen Saxafort, du hast es angesprochen, Kourou ist kurz im Gespräch gewesen, Southern Launch ist im Gespräch. Habt ihr da noch etwas irgendwo Gespräche am Start oder sind das einmal diese drei? Das sind erstmal die drei, die wir jetzt weiterführen. Es gibt natürlich noch Kontakt auch zu Andoya und S-Range. Da muss man einfach sagen, wie ich schon gesagt habe, die meisten Startplätze sind noch nicht operationell und manche sind genauso Startups wie wir. Da halten wir uns natürlich mehrere Möglichkeiten offen, aber Stand heute ist unser Hauptstandort in UK zu sehen, in Saxafort. Dementsprechend stellen wir uns auch als Firma auf. Mhm. Was bereitet dir im Moment am meisten Sorgen im Hinblick auf eure Arbeit? Ich denke, dieses Jahr ist die weltweite Wirtschaftssituation so, dass die Finanzierung einfach das schwierigste Thema ist. Mhm. Die Finanzierung. Die nächsten Schritte bis zum Jungfernflug, ist 2023 für die Sounding Rocket realistisch oder slippt das ins nächste Jahr? Ich habe schon gesagt, die Sounding Rocket ist eigentlich fertig. Mhm. Das Flugtriebwerk ist aktuell auf der Wickelmaschine und wird gebaut. Mhm. Der Zeitplan sieht vor, dass die Rakete Mitte Oktober fertiggestellt und Anfang November in Kisten eingepackt werden kann, um dann zum Startplatz verschifft zu werden. Mhm. Und zum Startplatz gibt es dann, wie gesagt, in den nächsten 4 Wochen voraussichtlich eine Entscheidung und dann eine Information auch für die interessierte Öffentlichkeit. Sehr cool. Gut, und meine allerletzte Frage. Was sagst du zu Starship? Das möchte auch die Community möchte wissen, was eure Gedanken zu Starship sind. Ja, das ist natürlich ein Projekt, welches die Menschheit weit voranbringen wird, vielleicht sogar aufs nächste Level. Es wäre falsch zu sagen, dass SpaceX uns nicht auch inspiriert hat. Also man muss nicht alles gut heißen, was Elon Musk macht, aber als Tech-Unternehmer, vor allem mit SpaceX, ist er einfach unglaublich. Und was SpaceX macht, ist auch fast schon beneidenswert. Und man muss natürlich hoffen, dass wir in Europa mit den ganzen Initiativen, die wir haben, im Micro-Launch-Bereich und dann hoffentlich auch irgendwann im größeren Launch-Bereich, dass wir da auch in 10, 15, 20 Jahren noch mithalten können. Von Aufholen ist schwierig zu sprechen angesichts der ganzen Budgetsituation auch, die europäische Raumfahrt hat. Aber mitzuziehen, das wäre schon, und den Abstand nicht immer größer werden lassen, das wäre ein wichtiges Ziel für uns als Europäer. Und aber als Menschheit gesehen ist natürlich was die machen, schon klasse. Und ich hoffe natürlich auch, dass ich noch eine bemannte Marslandung in den nächsten 40 Jahren dann sehen werde. Christian, vielen Dank für deine Zeit, weil du das gerade erwähnt hast. Genauso wie SpaceX euch motiviert und inspiriert hat, seid ihr, wenn euch das auch vielleicht nicht ganz bewusst ist, eine große Inspiration für die nachkommende Generation. Deswegen bin ich mega dankbar, dass du dir heute die Zeit genommen hast, uns die fiesen gemeinen Fragen zu beantworten. Ist ein mega cooles Unternehmen. Dankeschön, viel Erfolg, viel Glück bei euren Vorhaben. Ich werde natürlich weiterhin dranbleiben. Und möchtest du noch etwas der Welt verkünden? Ja,
Raumfahrt ist einfach unglaublich spannend. Es ist natürlich ein Business, es ist eine Industrie. Es muss am Ende auch irgendwo gewirtschaftet werden, aber auch in so einer Situation, wie wir sind, wo wir als Ingenieur von Student zum Gründer, zum CEO werden, bleibt diese Begeisterung für die Technik natürlich bestimmt. Und ja, ich hoffe, dass so viele wie möglich sich für diesen Weg entscheiden, weil wir einfach in Europa Fachkräftemangel haben. Und der wird uns auch beeinträchtigen, wenn wir dann nicht dagegen steuern. Und deshalb ist natürlich auch deine Arbeit extrem wichtig, finde ich. Du erreichst wahrscheinlich sowohl ältere als auch viele junge Leute. Und das ist extrem wichtig, dass wir für die Raumfahrt die Leute begeistern. Gut. Vielen Dank, Christian, für deine Zeit, für eure Arbeit, für Dankeschön auch, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Ich sage herzlichen Dank, bis bald und ad astra. Tschüss. Ciao.